Der erste Grazer Umweltzirkus hat am 24. April 5000 Gäste ins Joanniumsviertel gelockt. Zahlreiche Podiumsdiskussionen, Gauklervorstellungen und Workshops haben unter dem Motto Reduce, Reuse, Recycle stattgefunden. Zu Gast waren zum Beispiel das Repair Café Graz und die Kleidertauschbörse Carla. So wurden aus Computertastaturen Türschilder und aus Milchpackungen Geldbörsen. Umweltstadträtin Lisa Rücker. Das wichtigste Zeichen ist, glaube ich, dass jeder und jede selber was beitragen kann und dass es Spaß machen kann, wenn man die Umwelt schützen will bzw. ressourcenschonend leben will. Jeder und jede kann dazu beitragen, die Umwelt zu schützen, den Planeten zu entlasten und die Vermüllung zu stoppen. Wichtig ist nachdenken, bevor man etwas tut, nachdenken, bevor man einkauft. Man kann 100-mal am Tag entscheiden, ob man sich für was Nachhaltigeres entscheidet oder für etwas, was unsere Umwelt belastet. Es geht darum, auszuprobieren, zu experimentieren, zu sehen, wie andere Menschen das machen. Hier sind sehr viele aktive Leute, die schon versuchen, einen nachhaltigen Lebensstil zu leben. Und da kann man sich was abschauen. Plastikmüll steht ganz oben auf der Liste der Probleme. Damit beschäftigt sich auch die aktuelle Ausstellung im Naturkundemuseum, Endstation Meer. Es ist etwas, was uns, glaube ich, zu wenig bewusst ist, was mit dem Plastikmüll passiert, den wir täglich verursachen. Und ich habe von dieser Ausstellung gehört. Ich finde, sie ist sehr schön gestaltet, einerseits sehr informativ, sie ist aber auch sehr berührend und bedrückend. Und ich finde, das hat notwendig sein müssen, dass wir sie hierher holen. Und das mit dem UMJ gemeinsam zu machen, freut mich ganz besonders.